zusammen in der Motorradmeisterei. Geprüfte, gebrauchte Ducati Approved gibt es ja auch. Ne? Nur, dass ihr das mal gehört habt. Wir beschäftigen uns ja ganz viel immer mit Umbau oder viel mit Neufahrzeugen. Gebrauchte ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Wie gesagt, gibt es bei uns auch selbstverständlich. Nur ist natürlich schwierig, von Gebrauchtfahrzeugen Videos zu machen, weil die ganz oft nur super kurz hier sind und dann gleich wieder die Hallen verlassen. Aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Ne? Heute befassen wir uns ganz fix mit dem Scrambler Fast House. Ne? Desert Sled Fast House im Prinzip. Der ist ganz, ganz frisch ist eingetroffen. Wir hatten ja schon vor 2-3 Wochen das Desert Sled Video. Da habe ich schon ein bisschen was dazu erzählt, zu diesem super coolen Fahrzeug. Also seitdem der im Prinzip im Markt ist, als er im Markt gekommen ist, ist es einfach ein richtig cooler Ofen. Und jetzt gibt es tatsächlich, ja, wie es bei schönen Sachen oftmals ist, eine limitierte Variante, die Fast House. Und hier steht sie. Ich glaube, ich bin einer der Ersten, der so ein Ding bekommen hat. Fahrzeug werden wir nächste Woche an einen glücklichen Kunden ausliefern. Ich habe mir schon per Mail angedeutet, dass da was unterwegs ist, aber dass sie so schnell hier ist, das weiß er selber noch nicht. Da werde ich ihm, ich glaube, ich sage ihm morgen mal Bescheid. Ne? Das Video kommt in 3 Tagen. Kann ich ihm morgen mal Bescheid sagen. Dann freut er sich. Genau, im Prinzip ist der Ofen hier technisch, ist es halt ein Desert Sled, normal weg. Und warum macht man das eigentlich? Warum gibt es eigentlich ein Fast House und was ist Fast House? Kurze Geschichte dazu. In Amerika gibt es ein sehr, sehr populäres Wüstenrennen, das Mind 400. Und dort ist Ducati angetreten mit einem umgebauten Desert Sled von den Jungs von Fast House, daher kommt das. Und man ist mit dem Motorrad dort sehr, sehr erfolgreich gewesen, wie das so oft ist mit den Fahrzeugen aus Bologna. Und ja, eben als Dankeschön dazu gibt es eben diese Variante, die tatsächlich von der Lackierung 1:1 übernommen worden ist, also das Fahrzeug, mit dem die Wüstenrallye dort gefahren worden ist, sieht tatsächlich ganz genauso aus, ist auch ein sehr seltenes Fahrzeug gewesen, was dort gefahren ist. Und ja, genau, so ist es. Was ist hier anders als bei dem anderen, bei dem normalen Ersatzlet? Es sind beides Euro 5 Fahrzeuge, wir sind ja in 2021, da gibt es Euro 5. Bei dem Euro 5 Fahrzeug, bei dem regulären Euro 5 Fahrzeug, was wir letztens gesehen haben, ist der Rahmen wieder schwarz, beziehungsweise so dunkles Anthrazit geworden. Und in weiß mit blau abgesetzte Lackierung mit goldenen Rädern. Hier ist man dann zu dem roten Rahmen wieder zurückgegangen, wie es den in 2019 auch schon gab. Da gab es ja schon mal 19 und 20, gab es ja Desert Sled mit rotem Rahmen in weiß. Diesen schönen roten Rahmen gibt es hier wieder. Auf dem Rahmen könnt ihr natürlich sehen, oder haben wir das Video schon gemacht oder nicht? Die haben wir noch nicht eingespielt. Wir spielen jetzt erstmal ein schönes Video mit bewegten Bildern zu dem Fahrzeug an. Das guckt ihr euch an und dann quatschen wir weiter. Ne? Bis gleich. Jetzt habt ihr die schönen Bilder gesehen. Ihr habt mit Sicherheit gesehen, auf dem schönen roten Rahmen sitzt eine feine Plakette, so wie wir das von den limitierten Modellen kennen. Von diesem Fast House Vogel gibt es tatsächlich 800 Stück. Die 800 Stück sind auch wieder auf die Welt bezogen, also auch jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ne? Sehr schön ist auch, denke ich mal, nicht mehr zu bekommen, der Vogel. Und das ist schon wieder durch, das Thema. Ich hatte ganz, ganz viele bestellt, habe aber leider nur 2 Stück zugeteilt bekommen. Von daher kann ich euch da nicht so vollumfänglich bedienen, wie ich das ganz gern möchte. Okay, roter Rahmen haben wir. Der Lack ist matt schwarz gehalten, gibt natürlich einen schönen Dekor.
der hier aufgebracht ist. Es ist tatsächlich so, dass das, das sehe ich jetzt erst, ja, das ist tatsächlich so, der Tank ist grau lackiert und später abgeklebt worden und danach erst mal schwarz lackiert worden, dann sind die Streifen abgenommen worden und das Grau schimmert wieder durch. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, das müsste das Nightshift-Grau sein. Wenn ich hier da drüben stehe, das Ding gerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dieses Grau ist dasselbe wie bei der Nightshift, das Aviator Grey, dann eben mit matt schwarz und dann anschließend wurde dann dementsprechend der graue Lack wieder freigelegt. Sehr, sehr cool und sehr, sehr hochwertig, weil nichts abgehen kann. Wunderbar. Klar, die Logos, die kennt ihr schon. Was bei dem Ding noch neu ist, sind die Räder. Die sind jetzt komplett in schwarz gehalten. Also nicht nur schwarze Felgen, sondern die Namen sind auch komplett schwarz. Und auch die Speichen sind schwarz. Also das sieht schon sehr, sehr schick aus. Ne? Ist quasi Scrambler Back in Black. Ja, okay, sehr schön. Gut, ich denke, kann ich euch da nicht viel Neues zu erzählen. Wie gesagt, ihr kennt ja mit Sicherheit das Video von der regulären Versatzlet. Das ist hier wirklich ganz genauso. Eure 5 Fahrzeug, Kurven ABS, 19 Zoll Vorderrad, hinten 17 Zoll mit den Scorpion Rally STR, also STR für Street. Die haben wir auch vorgestellt in unserem Reifenvideo. Guckt da mal rein. Und ja, wie gesagt, so sieht das aus mit dem Ding. Wenn ihr mal einen auf der Straße seht, guckt es euch an, ist wirklich schön. Oder wenn ihr selber so ein Ding tatsächlich fahrt und einen ergattern konntet, viel, viel Spaß damit. Ne? Okay, wir sehen und hören uns. Bis bald. Ciao, ciao.